Hallöchen, meine Damen und Herren. Der Half-Life 3 Wahnsinn geht weiter. Ihr habt mir eine Seite geschickt, auf der es angeblich einen Countdown zum Release von Half-Life 3 gibt. Das müssen wir uns unbedingt angucken. Let's go. Also selbst ich als Legastheniker sehe, dass da eine Klammer fehlt. Oder etwa nicht. Egal. Und es fängt schon unglaublich frech an. Also die Seite nennt sich Black Mesa, genauso wie bei Half-Life Black Mesa. Guckt euch das Logo an. Guck mal hier, ne? So, ha? 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 Seht ihr es? Kann man das ein bisschen erkennen, dass das Ganze hier doch relativ ähnlich aussieht? Ein paar Stunden nach meinem Video zu diesen Half-Life 3 Leak-Geschichten habt ihr mir diese Seite geschickt und mir, wie gesagt, mitgeteilt, dass hier ein ominöser Countdown läuft. Und zwar sieht man, wenn man nach unten scrollt, hier unten ein Countdown scheinbar in Sekunden, der einfach runterzählt. Guckt euch an. Und mir wurde bereits von einer Person ausgerichtet, dass sich es hier um Ende September handelt. Und zwar um den 30. September. Diese Uhr läuft am 30. September ab. Und das ist natürlich schon echt fies. Es hat mich sofort an die Sache damals bei Fallout erinnert. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab diese Survivor 2299 Seite. Die Seite ging online und hatte kryptische Nachrichten und einen Countdown. Und es waren natürlich alle ultra aufgehypt und sogar so aufgehypt, dass die ganze Sache, wenn ich mich recht entsinne, in den amerikanischen Medien durchgelaufen ist. Diese Seite hier entgegen, diese Black Mesa Seite, die gehört, so wie es aussieht, tatsächlich einem Konzern, der sich Black Mesa nennt. Sie fokussieren sich hier unter anderem auf biologische Produktionsabläufe. Und was einen dann noch komplett vom Hocker haut, ist folgendes. Wenn man diesen Countdown untersucht, dann sieht man hier folgendes. Und zwar geht es hier um den Lambda Incident. Jetzt ratet mal, was das war. Der sogenannte Black Mesa Incident. Genau das hier. Das ist doch schon sehr spezifisch, oder? Aber um euch direkt wieder ein bisschen runterzubringen, wenn man hier in den About Us Bereich geht und ein bisschen weiterliest, man sieht hier das Team, da sieht man unter anderem Charles, das ist ein echter Mensch, der tatsächlich existiert. Das hier ist sein Twitter-Profil und ja, das ist natürlich fies, was er hier reingeschisselt hat. Man merkt hier also schon, das scheint ein riesen Half-Life-Fan zu sein, der eben tatsächlich CEO von dieser Firma ist. Und wenn man jetzt auf deren Mainpage ein bisschen runterscrollt, gibt es seit gestern diesen Eintrag hier, Resonanzkaskaden. Übrigens auch nochmal wirklich, also hier auch frech, ne, die Kaskaden. Ja, und wenn man hier draufklickt, dann schreiben sie, dass ihnen eben bewusst ist, was da gerade für ein Hype um Half-Life 3 und ihre Seite entstanden ist. Sie sind sehr große Half-Life-Fans und aber eben tatsächlich eine Firma aus Boston. Des Weiteren schreiben sie noch, dass sie weitere Gimmicks oder Challenges auf ihrer Seite möglicherweise einbauen oder verstecken werden. Und wenn man die dann halt errät oder löst oder wie auch immer, dann kriegt man, dann kriegt man was. Und sie schreiben, Gabe call us, you know where we are. An dieser Stelle war dann zumindest bei mir diese Luft raus, dass ich sage, oh mein Gott, das ist wirklich absolut krass. Also hier ist man ist ja was ganz Dickem auf der Spur. Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, dass der Countdown hier unten halt nach wie vor vorhanden ist und bis Ende September runterzählt. Was heißt das jetzt? Bringen die Black Mesa-Leute da irgendwie eine neue Impfung raus? Oder kommt Half-Life 3 oder ist es irgendwas ganz anderes? Wer weiß. Diese Seite mit den paar Infos, die ich von euch bekommen habe, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß bereitet, da so ein bisschen rumzuforschen und rumzufurschteln. Und ich hatte dabei, wie gesagt, durchgehend diese Fallout-Sache im Kopf. Und bei Fallout, ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fallout-Fan und ich habe damals natürlich auch mitgefiebert und kannte diese Seite und habe jetzt nicht wirklich versucht, diese Morse-Code-Sachen, das wurde alles Mögliche eingebaut, sie haben es wirklich, es war wirklich geil gemacht, diese Page. Ich habe mich da jetzt nicht ans Knacken dran gemacht, aber ich habe immer wieder verfolgt, wenn Leute dann einen neuen Code geknackt haben, was kommt raus und der Countdown läuft ab und so weiter und so fort. Und auch wenn es am Ende dann nicht genau das war, was man wollte oder sich viel mehr ersehnt hat, war es natürlich trotzdem ein geiler Ritt. Und das war Black Mesa eben für mich jetzt auch. Zwar nicht so lange, die Fallout-Sache ging, glaube ich, über einen Monat. Aber es ist einfach geil, dass sowas halt gemacht wird. Dass du einfach eine Firma hocken hast in Boston, die sowas machen. Und weh, hier kommt kein Half-Life 3 raus, da flipp ich. An dieser Sache wollte ich euch auf jeden Fall teilhaben lassen. Ich fand es sehr nice. Wir machen jetzt trotzdem noch ein Counter-Strike-Giveaway und dann kommt folgende Frage. Es gibt für euch übrigens diese M4A4 Tooth Fairy zu gewinnen. Und zwar ist die Frage folgende. Wie fandest du jetzt speziell diese Sache mit dieser Seite? Fandest du es witzig? Fandest du es direkt dämlich? Oder dachtest du dir auch, guck mal da. Es ist irgendwie nice, dass Leute, die in einem ganz anderen Bereich unterwegs sind. Also was heißt ganz anderer Bereich? Ich meine, diese Black Mesa-Leute sind ja doch sehr nah an dem Original Black Mesa dran. Aber kurzum, dass solche Leute an sowas denken. Dass Wissenschaftler da hocken, die gleichzeitig Half-Life-Fans sind und sich denken, ich weiß was. Jürgen, ich weiß was. Wir bauen einen Countdown ein. Hop oder Flop? Top oder Cock? Was meinst du? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Ich fand's auf jeden Fall nice. Es ist sehr früh, Samstagmorgen. Ich habe, wie gesagt, die Infos auf dem Tisch liegen gehabt und dachte mir, komm, ich mache mich da jetzt mal dran. Es hat einfach Bock gemacht. Es ist gleich 6 Uhr und ich bin immer noch hellwach, weil mich das so aufgehypt hat. Auch wenn ich jetzt am Ende weiß, dass es halt
mit hoher Wahrscheinlichkeit keine ultra super duper geheime Nachricht ist, sondern einfach, ja, eine geile Fanaktion ist. Es war jetzt trotzdem eine nice Zeit. Der Stream heute war übrigens auch nice. Denkt bitte dran, diesen Monat gibt es live auf Twitch diese Desert Eagle General Jürgensmund zu gewinnen. Wenn ihr kommende Woche rumkommt, könnt ihr noch locker mitmachen. Einfach in den Stream kommen, Bubble Dollar sammeln, also die Streamwährung, und dann damit die Tickets kaufen. Komplett kostenlos. Einfach im Stream dabei sein und mitmachen. Ja, vergesst es wie gesagt nicht. Wir sehen uns dann am Dienstag live im nächsten Stream oder übermorgen oder morgen im nächsten Video. Ich habe noch 2, 3 Themen Counter-Strike bezogen, keine Sorge. Da können wir auch wieder gut reinballern. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach.